Die Ökospinner wieder mal mokieren und dann am besten mit den Ärschen noch die Straßen blockieren. Halten bunte Fahnen auch mit viel Tamtam, da schwillt mir echt der Kamm. Man nennt sie ja Aktivisten, so als ob sie wüssten, wie man überhaupt irgendwas bewegt. Die Presse jubelt laut, doch ich hab sie durchschaut, denn sie sind immer viel zu aufgeregt. Der einzige Aktivist, der wirklich nützlich ist, ist ein Trecker. Der war schon damals der ganze Stolz der LPG. Der braucht keinen Schwermetallakku und auch keinen Ladestecker. Wenn ich mit ihm meine Runden draußen auf dem Acker dreh, statt mit irgendwelchen Klimalügen, kommt er mit 30 PS zum Acker pflügen. Und die Flüchtlingsfrage ist ihm irgendwie scheißegal. Statt Afrikaner übers Meer schleppt er den Erntewagen wie ein starker Bär bis auf den höchsten Berg und hinunter ins tiefe Tal. Der einzige Aktivist, der wirklich kräftig ist, ist ein Trecker. Jeden Freitag bleiben sie der Schule fern und das ist purer Faulheit, doch das hören sie nicht gern. Nach Haus geht's an den Papis BMW, als wäre das okay. Wird in Amerika ein Schwarzer massakriert, haben sie in unseren Städten den Protest organisiert und die Polizei wird auch noch gleich gemobbt. Ihr seid euch bekloppt. Ihr seid keine Aktivisten, sondern Opportunisten, rennt wie ferngesteuert blind durch diese Welt. Denn das Establishment, oder wie ihr das nennt, hat euch selber heute herbestellt. Der einzige Aktivist, der wirklich nützlich ist, ist ein Trecker. Der war schon damals der ganze Stolz der LPG. Der braucht keinen Schwermetallakku und doch keinen Ladestecker. Wenn ich mit ihm meine Runden draußen auf der Wiese dreh, statt in der City rumzustressen, ist er im Spätsommer da zum Strohballen pressen. Mit der Scheibenegge ist er äußerst filigran. Hat Kilometer auf der Uhr, von denen träumt ein nagelneuer Tesla nur. An so eine Leistung kommt weder er noch ihr im Leben nicht heran. Der einzige Aktivist, der wirklich langlebig ist, ist ein Trecker. Lebensmittel müssen wir sein, doch wo sie wirklich herkommen, interessiert kein Schwein. Deshalb machen wir die Landwirtschaft kaputt, denn mit Mutter Mutt. Und die Kraftwerke, die schalten wir auch ab, weil doch die Sonne uns so viel Strom zu bieten hat. Gibt's ums letzte Kilowatt dann noch Gezänk, habt ihr eine Powerbank? So sind diese Aktivisten und ich finde, sie müssen für eine Woche mal zu uns raus aufs Land. Denn dann ist schnell vorbei mit all der Spinnerei und vielleicht werdet ihr dann nicht so lang verbrannt. Der einzige Aktivist, der wirklich nützlich ist, ist ein Trecker. Der war schon damals der ganze Stolz der LPG. Der braucht keinen Schwermetallakku und auch keinen Ladestecker. Wenn ich mit ihm meine Runden auf der Dorfstraße dreh, für ihn ist Oma keine Umweltsau, sondern immer noch eine wunderbare Frau, die kann Kuchen backen, so als leckeres habt ihr noch nie probiert. Und die Kirche bleibt bei uns im Ort. Und es zählt auch was, gibt man einem sein Wort. Nur für Mist hatte hier noch wirklich niemand demonstriert. Der einzige Aktivist, der hier im Einsatz ist, ist ein Trecker. So, dann machen wir jetzt noch ein Lied über einen traurigen Einzelfall. Das sind alles Einzelfälle, ihr wisst ja. Jenny ist höchstens 16 Jahre alt und seit kurzer Zeit so richtig krass verliebt. Ihr neuer Freund ist nämlich völlig anders als die anderen, weil er ihr so viel Sicherheit gibt. Sagt ihr, dass er gerade 17 wäre, aber eigentlich wirkt er wie ein Mann.
Ganz sein Mut und seine Ehre haben sie so sehr geflasht, da kommt keiner ihrer Ex-Freunde ran. Doch eine Sache hat sie neulich schon belastet, erstmal ist er unvermittelt ausgerastet. Er hatte nämlich leider mit ansehen müssen, wie im Gang gegenüber zwei Männer sich küssen. Und Jenny hat einen neuen Stecher und sein Messer hat er immer dabei. Und wenn ihn jemand richtig wütend macht, dann gibt es eine Messerstecherei. Auch sein Temperament, das keine Grenzen kennt, reagieren die Leute etwas irritiert. Und ja, es klingt verrückt, das so wird's ausgedrückt, er ist nur erlebnisorientiert. Jenny und ihr Stecher um die Häuser ziehen, macht sie keiner von der Seite an. Die anderen sind nur Opfer und sie ist die Queen und der Nächter ihren Mann. Respekt zu bekommen ist das Einzige, was zählt, das hat er ihr schon sehr früh gezeigt. Da ist es auch egal, ob man die Schule schmeißt oder wieder mal eine Ausbildung vergeigt. Doch eine Sache hat sie seit ihr schon verletzt, dass ihr immer wieder gegen ihre Leute hetzt. Den Schweinefressern geht es irgendwann an den Kragen, das ist es auch, was sie in den IS-Videos sagen. Und Jenny hat einen neuen Stecher und sein Messer hat er immer dabei. Und wenn ihn jemand richtig wütend macht, dann gibt es eine Messerstecherei. Auf sein Temperament, das keine Grenzen kennt, reagieren die Leute etwas irritiert. Ja, es klingt verrückt, doch so wird's ausgedrückt, er ist nur anders sozialisiert. Wenn er erzählt, dass er zu Hause wie die Hölle war und dabei so verletzlich scheint, da will Jenny ihn ewig in den Armen halten und beschützen, weil er manchmal sogar weint. Sie will sich ja auch gerne an die Regeln halten, die sie sich hat von ihm erklären lassen. Nicht wie eine Nutte rumzulaufen und den Mund zu halten und niemals einen anderen anzufassen. Doch eines hat ihr schon zu denken gegeben, dass er ständig redet von dem nächsten Leben. Jenny hat sich nie für religiös gehalten, Propheten und Götter sind nur Märchengestalten. Und Jenny hat einen neuen Stecher und sein Messer hat er immer dabei. Und wenn ihn jemand richtig wütend macht, dann gibt es eine Messerstecherei. Auf sein Temperament, das keine Grenzen kennt, reagieren die Leute etwas pikiert. Ja, es klingt verrückt, doch so wird's ausgedrückt, er ist halt schwer traumatisiert. Und gestern gab es einen Riesenkrach, da hat die Eifersucht Jenny übermannt. Ihr Freund hat ein paar eiskalt eine andere angebaggert, während sie direkt daneben stand. Sie hat ihm eine reingehauen und Schluss gemacht und ist dann einfach fortgegangen. Und nun denkt sie sich, hätte ich doch nicht mit diesem Scheißkerl etwas angefangen. Doch eines hat sie noch nicht auf die Reihe gekriegt, dass er heute plötzlich wieder auf ihr liegt und zum letzten Mal das Herzblut fließt, während sie ihre wunderschönen Augen schließt. Und Jenny hatte einen Stecher und sein Messer hatte immer noch dabei. Und wenn eine Frau seine Ehre verletzt, dann gibt es eine Messerstecherei. Auf sein Temperament, das keine Grenzen kennt, reagiert man im Moment auch sehr schockiert. Doch statt ihn abzuschieben, wollten wir ihn doch lieben, er war noch nicht richtig integriert. Du musst nicht nur immer Ja und Danke sagen, wenn sie dich mal ausnahmsweise um Erlaubnis fragen. Du kannst auch deinen Mund benutzen, um zu protestieren. Und du musst nicht mit der blöden Masse laufen. Du kannst doch. So, jetzt kommen die Lieder, die ich nicht ständig spiele, ne?
Der Text ist weg, la 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 la. Du musst nicht, und das weißt du selber ganz genau. Denn irgendwann sind die Haare grau. Und wer erlebt es, interessiert dann keine Sau. Denn jetzt ist Schluss mit dem, was man muss so. Sorgt es auch für Verdruss, gibt dem ganzen Stoß einen Abschiedskuss. Gleich begleichen, am Ende denkt noch einer, du gehörtest zu den Reichen. Du kannst auch ein bisschen warten, bis sie selber auf der Matte stehen. Und du musst nicht in deiner kalten Bude sitzen, während die da oben beim Geldverbrennen schwitzen. Du könntest mit uns zusammen auf die Straße gehen. Du musst nicht, und das weißt du selber viel zu gut. Manchmal kostet es vielleicht ein bisschen Mut, doch du wirst staunen, wie viel Kraft in dir ruht. Denn jetzt ist Schluss mit dem, was man muss so. Dafür Verdruss, gib dem ganzen Stoß einen Abschiedskuss.